Eine Familie aus Bayern ist aus ihrer Heimat an den Plattensee in Ungarn gezogen. Die Gründe, Deutschland zu verlassen, haben auch mit der ihrer Meinung nach zu liberalen Politik im Land zu tun, vor allem was die Asylpolitik betrifft. Mit ihrer Meinung sind sie nicht allein. Viele Deutsche werden in Ungarn damit selbst zu Migranten. Der Plattensee. Urlaubsziel für die einen und neue Heimat für andere, die Deutschland den Rücken gekehrt haben. Inzwischen gibt es am Plattensee eine wachsende deutsche Gemeinde und die Nachfrage steigt, erzählt uns eine Maklerin. Hallo Frau Herold. Hallo Frau Tiller, ich grüße Sie. Hey. Herzlich willkommen am ungarischen Meer. Hier verkauft Barbara Herold Immobilien. Früher kamen die Menschen vor allem, weil es billig war. Doch das habe sich geändert. Was erzählen die Leute jetzt? Naja, sie fühlen sich in Deutschland nicht mehr daheim. Das ist alles nicht mehr so, wie man es haben möchte. Als Deutsche oder als Deutscher. Wir fahren ins Hinterland. 50 Kilometer südlich vom Plattensee. Ziemlich einsam hier. Maklerin Herold will mir eine Familie vorstellen, die den Umzug bereits hinter sich hat. Sie vertrauen ihr, deshalb darf ich sie besuchen. Ja, das ist schon die Familie? Das ist die Familie Rebs, okay. Genau. Ich war schon lange nicht mehr da. Hey, hi. Hi Stefan. Hallo. Ich bin die Anna. Servus. Hallo. Hallo. Wie heißt du? Stefan. Auch Stefan? Natürlich. Stefan kommt aus Bayern, seine Frau Melli aus Berlin. Vor 2 Jahren haben sie beschlossen, Deutschland für immer hinter sich zu lassen. Du, und das ist jetzt alles euer Grundstück bis zu dem Zaun. Nee, nee, das nächste Grundstück gehört auch noch uns. Also das Grundstück da drüben, das sind die Pferde komplett. Aha. Das da unten gehört uns zu die Pferde und die nächste Weide, die runtergeht, gehört auch noch uns. Innerhalb von 3 Monaten verkauft Stefan sein Haus in Bayern, trifft Maklerin Barbara Herold, kauft ein Haus in Ungarn und zieht mit der ganzen Familie um. Auf Stefans Hof fühle ich mich ein bisschen wie auf einer Ranch in Amerika. Für ihn ist Sicherheit wichtig. Ein Nachbar passe auf den anderen auf, erklärt er mir. Wir wetten, dass euer Auto, wie es hier reingefahren ist, mindestens 2-mal fotografiert worden ist und mindestens von 4 Kameras aufgenommen worden ist. Weil das immer so ist. Aus Sicherheitsgründen. Ja. Gibt es da einen Unterschied zu Deutschland? Würdest du sagen, ihr fühlt euch hier sicherer? Hier fühle ich mich sicherer. Mhm. Ja. In Deutschland habe ich es mir nicht getraut. Meine Frau, am Ende dann, wo wir gegangen sind, meine Frau mit dem kleinen Kind allein raus und gehen wir in die Stadt nach Rosenheim zum Beispiel. Nö, ist nicht, da bin ich mitgefahren. Hier ist mir das egal. Vor was hattest du da Angst, Stefan? Das sind wir jetzt bei der Immigration. Ja, also man hört genug, man sieht genug. Für Stefan ist Migration ein Problem. Auch deshalb fühlt er sich in Ungarn wohl. Was sowas Viktor Orban macht, außenpolitisch, finde ich einfach gut, ja, weil er halt sein Land wirklich hält. Ja. Also das, erstmal ist der Ungar dran hier. Und das ist richtig so. Hier in Orbans Ungarn will der deutsche Stefan jetzt Fuß fassen. Als Handwerker arbeiten, Kunden finden und Geld verdienen. Sein neuer Held ist Viktor Orban. Ein Mann der Law-and-Order-Politik. Seit 14 Jahren durchgehend an der Regierung. Mit einer sehr gut funktionierenden Propaganda. Alles, was wir sagen können, die Welt hat nicht genug Geld, um Migranten reinzulassen. Um ihnen zu erlauben, unser Land wegzunehmen. Wir werden keine Bedingungen zulassen, wie wir sie in westlichen Staaten sehen. Terrorismus, Verbrechen, Parallelgesellschaften. In Orbans Ungarn gibt es kaum Migration. Es ist christlich, hetero und vor allem weiß. Ich begleite Familie Rebs über den Wochenmarkt. Multikulti gibt es hier nicht. Stattdessen höre ich immer wieder Deutsch um uns herum. Ich komme mit weiteren Auswanderern ins Gespräch. Ah, super. Die ganzen politischen Verhältnisse, das ist nicht mehr das, was für mich gut ist. Und deswegen habe ich entschlossen, auch wegzugehen aus Deutschland. Ist es eine Einbahnstraße oder können Sie sich vorstellen, auch wieder irgendwann zurückzukommen? Ich gehe nicht mehr. Okay. Also ich bin ja Deutsche, deswegen ist es natürlich... Ich war auch nicht wieder in Deutschland. Aha. Das heißt, Sie haben es völlig abgeschlossen. Ja. Deutschland macht Fun. Die meisten Auswanderer verstehen sich auf Anhieb. Das merke ich auch bei Stefan. Mir passt die grüne Politik nicht. Mir passt die rote Politik nicht.
Mir passt es nicht, dass das ganze Geld ins Ausland geht, dass zum Beispiel über Radwege in Peru diskutiert wird. Aber gibt es auch was, was Sie gut finden an der deutschen Politik? Meine Rente. Die kriegen Sie ja dann schon aus Deutschland, ja, die kriege ich hierher, ja. Und ich möchte mich da also nicht drüber beklagen. Im Laufe der Dreharbeiten wird mir klar, sie alle haben mit Deutschland abgeschlossen. Die deutsche Staatsbürgerschaft wollen sie aber behalten.